Hallo, ich bin die Anja Lorenz und ich stelle unseren Beitrag zum Workshop Spiele und Spieleelemente in Lernkontexten vor. Dieser Workshop wird auf der Delphi 2014 am 15.09. in Freiburg stattfinden. In unserem Beitrag geht es um Digital Badges zur Dokumentation von Kompetenzen. Wir zeigen einerseits ein Klassifikationsschema hierfür auf und die Umsetzung am Beispiel des Sachsen Open Online Kurses. Wenn ich von wir spreche, bin das einerseits ich und auf der anderen Seite Stefan Meyer, der mit seiner Bachelorarbeit einen wichtigen Grundstein für die Klassifikation vor allem gelegt hat. Zunächst eine kleine Einführung, was Badges eigentlich sind. Badges stammen aus dem Militärbereich ursprünglich und wurden für besondere Leistungen damals schon vergeben, haben auch den Rang gekennzeichnet. Man kennt es auch von Pfadfindern, die für bestimmte Leistungen, jemand kann Feuer machen oder jemand kann ein Zelt aufstellen, kleine Plaketten dafür kriegen. Ursprünglich stammen Badges also aus dem Militär und mittlerweile sind sie aber auch Game Interface Design Patterns geworden. Das heißt, sie sind ganz klassische Muster, die immer wieder in Spielen und Spielumgebungen vorkommen, um eben eine bestimmte Leistung oder eine Erfahrung des Trägers zu kennzeichnen. Wenn man nach Beispielen für Badges in der analogen Welt sucht, dann kommt man aktuell ja um die WM 2014 nicht herum. Das heißt, Deutschland hat den vierten Titel bekommen und darf deswegen als ein Badge den vierten Stern auf dem Trikot tragen. Ein anderes Beispiel ist Trivial Pursuit. Bei Trivial Pursuit gibt es für jeden Wissensbereich, den man erfolgreich abgeschlossen hat, so ein Tortenstück, sodass quasi jeder sehen kann, wie weit der jeweilige Spieler schon im Spiel ist. Und als ein letztes Beispiel gibt es bei Die Siedler von Catan, ich glaube mit Erweiterung Städte und Ritter, die Metropolen. Die bekommt der Spieler, der zuerst genug Handelswaren einer bestimmten Sorte zusammengesammelt hat. Was sind denn nun eigentlich die Digital Badges? Wir haben hier mal ein Profil von mir auf Foursquare. Foursquare ist ein Geolokationsdienst, wo man sich einchecken kann. Und die haben schon relativ zeitig begonnen, Badges zu vergeben, so ein bisschen den Spielcharakter reinzubringen. Das heißt, ich habe mich beim Bäcker eingecheckt und irgendwann habe ich den Baker's Dozen Badge bekommen, weil ich mich sehr häufig bei Bäckern eingecheckt habe, ebenso bei Kunstgalerien, Weingütern oder Flughäfen. Das Konzept der Badges im digitalen Bereich hat sich dann weiterentwickelt, bis dahin, dass Mozilla mit den Open Badges ein offenes Framework entwickelt hat, mit dem jeder quasi Badges bekommen und ausstellen kann. Im E-Learning-Bereich fand das sehr großen Anklang und gerade um Gamification in den Lebenslauf zu bringen oder andere Leistungen, die nicht unbedingt in einer Bildungseinrichtung erworben wurden, darzustellen, gab es einige Meldungen, die das doch mit sehr viel Potenzial versprochen sehen. Wie funktioniert das Ganze? Man kann in verschiedenen Institutionen, zum Beispiel ist die Schule, das Online-Lernen oder im freiwilligen Programm, im Workshop oder irgendetwas anderes, kann man diese Badges bekommen. Und die packt man dann in eine Art Rucksack. Also es wird virtueller Rucksack genannt, Badge Backpack. Und da sind erstmal alle Badges drin, die man so über seinen Lebenslauf hinweg errungen hat. Und diesen Rucksack kann man dann wieder nehmen und die verschiedenen Badges auf verschiedenen Webseiten präsentieren. Wichtig ist dabei, dass man nicht immer alle Badges zeigen muss, sondern hier auch die Auswahl treffen kann. Und hat man dann so eine Webseite mit ganz vielen Badges drauf, ist natürlich der Wunsch, dass das Arbeitgeber sehen oder Lehrende sehen und vielleicht auch weitere Chancen sich ergeben, eben weil man seine Fähigkeiten und seine Kompetenzen mit Hilfe von Badges dargestellt hat. An dieser Stelle haben wir angesetzt und wollten eigentlich wissen, welche Kompetenzen können denn eigentlich mit Badges dokumentiert werden. Und hier sitzt auch die Bachelorarbeit vom Stefan Meyer an, der dafür ein Klassifikationsschema erstellt hat. Als Grundlage musste hier erstmal die Frage beantwortet werden, was sind Kompetenzen eigentlich? Kompetenzen lassen sich beschreiben als die Verbindung zwischen Wissen und Können. Das heißt, man hat auf der einen Seite fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die aber auch mit sozialen und emotionalen Komponenten verbunden werden in diesem Rahmen. Man könnte als Beispiel das Fahrradfahren nennen. Also beim Fahrradfahren muss ich wissen, wie ich in die Pedale treten, dass es grundsätzlich ein Gleichgewicht gibt, was ich halten muss. Aber ich muss es eben auch ausprobieren und ich muss mich an bestimmte Gegebenheiten im Straßenverkehr beispielsweise gewöhnen. Daran sieht man auch schon, dass gewisse Kompetenzen auch außerhalb von Bildungsinstitutionen erworben werden, sehr viele sogar. Es gibt jetzt nirgendwo ein Fach, das Fahrradfahren heißt, und dass auch der Nachweis von Kompetenzen
recht schwierig sein kann. Also ich müsste wahrscheinlich jemandem das zeigen, dass ich Fahrrad fahren kann und damit auch im Verkehr klarkomme. Um die Frage beantworten zu können, welche Kompetenzen eigentlich mit Badges dokumentiert werden können, fand eine Literaturrecherche statt und auf der anderen Seite auch eine Plattformanalyse. Das heißt, wir haben uns Plattformen angeschaut, die bereits Badges eingesetzt haben und haben geschaut, wie diese beschaffen sind. Als Ergebnis ist das Klassifikationsschema entstanden, das einerseits Dimensionen traditioneller Assessments enthält, das heißt, wie wurde immer schon Kompetenz nachgewiesen und dokumentiert, und das Ganze wurde erweitert um technische Aspekte, die vor allem auf der Plattformanalyse beruhen. Das entstandene Klassifikationsschema sieht folgendermaßen aus. Zuerst geht es generell um die Art des Assessments, also findet dieses summativ oder diagnostisch statt. Weiterhin ist die Möglichkeit, dass es formativ stattfindet. In der Klassifikation steht das etwas extra, weil die formative Einordnung oft eine, ich sag mal, stufenweise summative Assessment, ein summatives Assessment ist. Das heißt, wenn man Teilleistungen erbringt, kann man diese auch wieder summativ für den Rest sehen. Assessments, die tatsächlich, ich sag mal, mit Echtzeitdaten parallel laufen, sind doch sehr selten und da Badges bisher auch statische Konzepte sind, nicht richtig damit abbildbar. Deswegen steht das so einzeln. Die Kompetenz, die damit nachgewiesen wird, kann einerseits personal sein, aktivitäts- und umsetzungsorientiert, fachlich, methodisch oder sozial kommunikativ. Sie kann sich natürlich auch aus mehreren Sachen zusammensetzen. Als Bescheinigungsart kann es einmal vorkommen, dass eine Selbsteinschätzung stattfindet, dass etwas von einer bestimmten Institution zertifiziert wird, dass jemand eine Beurteilung erhält, was meistens auch mit einem Verbalurteil zusammenhängt, oder eine reine Teilnahmebestätigung, also man hat irgendwo teilgenommen oder man hat nicht teilgenommen. Dementsprechend gibt es für die Bescheinigungen, die auch eine bestimmte Wertung in sich tragen, ein Skalenniveau, das nominal, ordinal oder metrisch sein kann. Ein Badge kann in seiner Gültigkeitsdauer begrenzt oder unbegrenzt sein und ebenso im Geltungsbereich international, regional gelten oder auf sonstige Domänenschranken begrenzt sein. Als Aussteller einer solchen Bescheinigung kann ein Experte dienen, was meistens dann ein Lehrender ist im E-Learning-Bereich. Es kann durch eine Community ausgestellt werden oder es kann automatisch passieren, wie vorhin das Beispiel mit Foursquare. Das kommt ganz automatisch, wenn ich mich bei einer bestimmten Einzahl von Bäckern einchecke. Es kann ein Level-Support existieren. Das ist ebenso wie vorhin bei Foursquare, wo ich den Baker's Dozen Badge Level 3 habe, dann habe ich mich vielleicht nicht nur bei 2 Bäckern eingecheckt, sondern bei 3x2 Bäckern, also bei 6 Bäckern. Und so kann man das Ganze noch abstufen. Und als technischer Aspekt kam auch noch die Portabilität hinzu. Das heißt, ist es beschränkt auf eine bestimmte Plattform oder ist es offen, sodass ich sie auch mit raustragen kann? Die Validierung des Schemas erfolgt anhand verschiedener Plattformen, die bereits Badges unterstützen. Lassen sich diese überhaupt einordnen? Ja, sie lassen sich einordnen. Wer sich das im Detail anschauen mag, das steht im Workshop-Beitrag selber beschrieben oder auf SlideShare in den Folien ganz hinten im Anhang. Eingesetzt haben wir Badges im Sachsen Open Online-Kurs im Wintersemester 2013/14. Das war ein CMOOC, also ein konnektivistischer Massive Open Online Kurs, der von den Technischen Universitäten Chemnitz, Dresden und der Universität Siegen veranstaltet wurde. Thematisch drehte sich es dabei um das Lernen und Lehren mit Social Media. Und bei diesem CMOOC konnten Studierende Credit Points erwerben oder auch Lehrende im Weiterbildungsprogramm Punkte für das Zertifikat. Und als Ergebnis der Abschlussbefragung des Vorgängers, also im SUG 13, wurde benannt, dass das Feedback fehlt. Also die Lernenden haben ihre Beiträge eingereicht, waren sich aber über das Semester hinweg unsicher, ob sie die Credit Points überhaupt erhalten werden. Noch dazu haben andere MOOCs bereits Badges eingesetzt. Also nennen wir da beispielsweise der OPCO 12, der Open Course 2012. Die anhand von verschiedenen Leistungen, sowas wie den Kurator, Kommentator oder Beobachter-Badge vergeben haben. Um ein Badge-Konzept für den SUG 13/14 aufzustellen, sind wir folgendermaßen vorgegangen. Es gab eine Online-Befragung, in dem die Teilnehmenden des Vorgänger
SIMUX im SUG 13 gefragt wurden, wie sie denn sowas finden würden, wenn es sowas gäbe. Wir haben ihnen das ein bisschen erklärt. Außerdem haben wir die Leistungsbewertung im SUG 13 analysiert und haben geschaut, welche Kompetenzen denn da dokumentiert werden sollten. Also haben das Klassifikationsschema wieder rangezogen und haben gesagt, okay, wir wollen das und das dokumentieren. Haben schließlich die technische Umsetzbarkeit noch geprüft und über eine Expertenbefragung das Ganze evaluiert. Verschiedene Veranstaltende, Lernende, aber auch Referenten aus dem Kurs wurden dabei interviewt. Als Ergebnis war es ein Konzept mit Smaller und Larger Batches, was ich kurz vorstellen mag. Da wären zunächst die Smaller Batches, die zur Beurteilung für jeden Eintrag im Portfolio-Formular eingesetzt wurden. Das mag ich kurz zeigen. Und zwar gab es, um die Leistung im SUG 13/14 zu erfassen, ein Formular, das sieht man hier, wo der Lernende seine E-Mail-Adresse eingeben musste. Er musste sagen, ist das jetzt ein Blogpost oder ein Kommentar oder eine Portfolioaufgabe oder ein Impulsbeitrag oder Zusammenfassung, hat den Link dazu eingegeben. Die Lernenden hatten dabei in der Regel eigene Blogs und hatte noch die Möglichkeit, einen kurzen Kommentar zu verfassen. Im Backend konnten dann die E-Tutoren sich diesen Beitrag anschauen und haben sich dann dafür entschieden, einen goldenen, einen silbernen oder einen bronzenen Badge zu vergeben dafür und haben noch eine Verbalbeurteilung formuliert. Das kann man hier auch eben so einsehen, damit der Lernende auch ein größeres, umfassenderes Feedback hat. Wenn man diesen Badge einordnet, landet man bei so einem Fall, den ich vorhin schon beschrieben hatte. Das heißt, der Badge ist als summativer selbst angelegt. Er beurteilt abschließend diesen einen Beitrag. Man befindet sich aber hin auf dem Weg zu einer Gesamtleistung. Also man will zum Schluss die gesamten Credit Points haben und damit ist es eine Teilleistung, die eigentlich ins Formative einzuordnen wäre. Technisch umgesetzt unterscheidet sich es aber nicht von einer summativen Beurteilung. Der Badge ist prinzipiell unbegrenzt und international gültig, wenn den jemand anerkennen mag. Aussteller ist eine Expertin oder ein Experte, der E-Tutor oder die E-Tutorin. Es ist ein Level-Support vorhanden mit Gold, Silber und Bronze, aber die Portabilität ist eben beschränkt, weil es ist ein WordPress-Formular, was da umgesetzt wird und das ist letztendlich nur eine Grafik. Ich kann die nicht mit allen Metadaten in ein anderes System überführen. Die Larger Badges fassten die Leistung im gesamten Kurs zusammen. Wir haben da mal mit dem Suki-Badge angefangen, was eher so ein Probelauf für diese Mozilla Open Badge-Infrastruktur war, um das auch ein bisschen testen zu können. Gleichzeitig haben wir es dann verwendet, um die Motivation und den viralen Einsatz der Badges ein bisschen zu fördern. Das heißt, wir haben gesagt, den kann jeder bekommen, der möchte, der sich irgendwie mit dem Suk verbunden fühlt. Die Ausstellung haben wir via Badge OS geregelt. Wenn wir jetzt hier die Einordnung anschauen, ist das natürlich ein summativer Badge. Allerdings sagt der nichts über die Kompetenz aus, weil die sich jeder selber geben konnte. Es gab mal eine Selbsteinschätzung oder eine Selbstvergabe. War ebenso unbegrenzt und international möglich. Und da der automatisch an alle vergeben wurde, die ihn haben wollten, war der Aussteller oder die Ausstellerin auch der Automat. Gab keinen Level-Support, dafür war es eine offene Interportabilität, das heißt, jeder konnte den sich auf seine Webseite und so weiter stellen, die Metadaten richtig mitnehmen. Diejenigen Larger Badges, die dann tatsächlich auch die Leistungen und Kompetenzen dokumentierten, waren Sukling, Sukhammer, Socializer und Sukahero. Die entsprachen den Leistungen für 1,5, 2, 3 und 4 Credit Points, die von den Lernenden im SUG abgelegt wurden. Die Badges wurden nach der abgeschlossenen Bewertung, also nach Ablauf des SUG 13/14 vergeben und ebenfalls via Badge OS freiwillig an die Lernenden verteilt. Wenn wir uns hier die Einordnung noch kurz anschauen, ist es ebenfalls ein summativer Badge, der diesmal aber sämtliche Kompetenzarten zertifiziert und von einer Expertin, einem Experten, nämlich uns als Lehrenden, ausgestellt wurde. Und ebenfalls durch die Nutzung der Mozilla Open Badges Infrastruktur in seiner Portabilität offen ist, also ebenfalls mitgenommen werden kann. Von den Teilnehmenden am SUG 13/14 haben wir überwiegend positives Feedback zum Einsatz der Badges bekommen. Hier zum Beispiel eine Formulierung aus einem Freitext aus der Abschlussbefragung. Es war schön nachvollziehbar, auch gut, dass man die Badges der anderen einsehen konnte. Das Sehen der Badges regt übrigens noch mehr zum Anstrengen an. Ebenfalls haben sich die Umfrageergebnisse gebessert, was die Transparenz der Bewertung anging.
Deswegen möchte ich kurz auch erst ein Fazit zum Batch-Konzept des SUG 13/14 ziehen. Wir konnten das Feedback vor allem transparenter gestalten. Wir konnten die Bewertung für die E-Tutorinnen und Tutoren vereinfachen und einen gewissen Anreiz durch Batch als Spielelemente wahrnehmen, aber nicht wirklich nachweisen. Also wir haben diese Indizien in diesen Freitexten, aber wir können nicht sagen, dass es jetzt der einzige Grund war, weshalb die Leute am Ball geblieben sind. In Deutschland gibt es zudem noch das Hindernis, dass deutsche Hochschulen an Datenschutzbestimmungen gebunden sind, die es uns zum Beispiel verboten haben, die Smaller Badges ebenfalls mit Mozilla Open Badges umzusetzen. Die derzeitigen Anbieter haben derzeit ihre Systeme auf amerikanischen Servern und deswegen mussten wir hier eine eigene Lösung schaffen. Schließlich kann man Badges als Mittel zur Dokumentation von Kompetenzen erst einmal positiv bewerten. Man kann viele Kompetenzen darstellen, man kann hat breite Möglichkeiten, die man auch miteinander kombinieren kann, wie man das im SUG gesehen hat. Und auch die motivationale Wirkung ist tatsächlich vielversprechend. Die Probleme aus den analogen Settings bleiben aber. Also es ist weiterhin ein Lehrender, der in gewisser Weise auch eine subjektive Wertung durchführt. Und auch in Richtung Kopierschutz werden zwar schon einige Maßnahmen getroffen, die aber bestimmt mit ein wenig Energie auch umgangen werden können. Schließlich bleibt abzuwarten, ob Unternehmen und Hochschulen sich überhaupt für Badges interessieren werden oder ob hier weiterhin auf ausgedruckte Zertifikate gesetzt wird. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Kommentare, entweder hier im YouTube-Video, auf SlideShare oder über einen anderen Kanal. Und dann schließlich auch auf dem Workshop auf der Delphi 2014 in Freiburg am 15.09.2014.